Moin, ich bin Niklas und eigentlich bin ich Informatiker, aber irgendwie habe ich mir auch einen gewissen Ruf als Lernguru erarbeitet. Wie man für die Uni lernt oder programmieren oder Schach spielen oder DJen oder eben Sprachen. Und da dachte ich mir, Leute, es ist Zeit für eine Challenge. Ich lerne Chinesisch und damit es nicht so einfach wird, bringe ich es mir selbst bei. Kein Unterricht, keine teuren Privatstunden, einfach nur ich und ein Internetzugang. Autodidaktisch. Denn ich bin überzeugt, auch so kann man alles lernen. Auf geht's. Wer eine Sprache lernen will, der braucht genau drei Dinge. Filme in der Sprache gucken, Bücher lesen, sich mit anderen Menschen unterhalten, gehört alles nicht dazu. Ist auch alles schön und gut, aber gerade am Anfang nicht das absolut Wichtigste. Die drei in meinen Augen wirklichen Essentials, um eine neue Sprache und ehrlich gesagt auch fast alles andere zu lernen, sind erstens ein Lehrer oder Lehrerersatz, zweitens ein Wiederholungstool und drittens ein Audiobegleiter. Damit kann man, wenn man es richtig angeht, echt fast alles lernen. Von zu Hause aus, nebenbei und in der Regel eben auch kostenlos. Also erster Punkt, der Lehrer. Das kann ein echter Mensch sein oder eben ein Ersatz. Und dann meine ich nicht so sehr eine KI, sondern wirklich ganz klassisch ein Buch, eine Lern-App, ein Videokurs, eine YouTube-Playlist, kurzum eine strukturierte Einführung in die Sprache. Ich persönlich finde interaktive Apps ja am besten und das ist der perfekte Übergang zu einem Bubble Placement. Aber die haben kein Chinesisch. Schade, dann muss ich wohl das Internet fragen. Google ist ja sowas von 2022, deswegen habe ich Perplexity AI gefragt. Die hat mal eben das Internet gelesen und berichtet. Hello Chinese ist die beste App für Chinesisch. Auch am Start natürlich Duolingo, immer eine solide, kostenlose Option für wirklich alle Sprachen von Esperanto bis Klingonisch. Ich aber gönne mir hier mal die etwas spezialisiertere App. Ni hao. Alles klar. Da geht's dann auch schon gleich los hier mit Hello Chinese und da machen wir jetzt gleich mal die erste Lektion und lernen hier, dass Ni Hao You Good bedeutet. Das finde ich cool. Du gut, You Good sage ich auf Englisch, auf Deutsch nicht, aber sage ich auf Englisch auch ganz gerne mal. Ni Hao. Ni Hao. Ni Hao. Ren. Boah, das klingt alles so intensiv. Ma. 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 Jetzt geht's los hier. Davor hatte ich natürlich ein bisschen Angst, Leute. Ma, 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 ma. Das eine heißt Mutter, das eine heißt Pferd, das eine heißt Fluch und das andere hier Linnen, also Leinen oder Bettlagen oder so. Ich will dich küssen oder ich will dich was fragen. Wo? Wo? Wo shi long da. Wo shi. Lung da. Shi, das ist auch so ein Wort. Da gibt es doch dieses chinesische Gedicht. Shi, 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 shi. Jedes Wort klingt gleich und heißt was völlig anderes. Shi, 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 shi. Shi, 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 shi. Wo shi, lung da. Oder besser gesagt, wo shi, Niklas. Okay, Leute, die erste Lektion in der Hello Chinese App habe ich jetzt durch. Was habe ich gelernt? Wo shi, Niklas. Ich bin Niklas. Zweitens, meine Güte, ist Chinesisch schwierig und nein, diese ganzen kleinen Bildchen, das ist nicht besonders intuitiv, da kann man nicht erkennen, was damit wirklich gemeint ist, das braucht wirklich sehr viel Vorstellungsvermögen. Und drittens, wie abgefahren ist das bitte? Wenn ich schreibe gut, dann sind das zwei Symbole, nämlich Ehefrau, Kind, denn es ist gut, eine Ehefrau und ein Kind zu haben. Also da kriegt man auch gleich einen kulturhistorischen Einblick. Ich bin jetzt Feuer und Flamme endlich loszulegen, der halbe Tag ist gefühlt vorbei, hier nach Kameraaufbau, morgens noch ein bisschen was anderes erledigt, Vorbereitung, App ausgesucht, jetzt habe ich ein bisschen gelernt, aber mein Personal Trainer wartet, jetzt geht es trotzdem erstmal zum Sport und dann wird weitergelernt. Generell wichtige Empfehlung, wann immer ihr durch ein Projekt sprintet, Deadline auf der Arbeit, Klausurvorbereitung in der Uni, selbst auferlegte YouTube-Selbstexperimente, vernachlässigt nie den Sport und nie den Schlaf. Ihr könnt mental mehr leisten, wenn ihr euch körperlich fit haltet. Nach dem Sport ging es dann aber wieder ans Lernen mit Hello Chinese und mit einem alten Bekannten. Eine App, dessen 17 Jahre altes Interface noch immer das Internet begeistert. Das ist das zweite meiner drei Essentials. Du brauchst unbedingt ein System zur Wiederholung. Active Recall, Spaced Repetition habe ich schon einiges an Content zugemacht und ist auch einfach zeitlos. Es funktioniert einfach. Welche App genau? Völlig egal. Ich nehme immer Anki, wobei sich das bald ändern könnte. Ich werde im nächsten oder übernächsten Video mal einen sehr interessanten Anki-Konkurrenten vorstellen, aber für dieses Projekt nehme ich auf jeden Fall einfach mal Anki. Direkt nach einem Deck mit den Top 100 Chinesisch-Vokabeln, okay, ich gebe es zu, doch wieder gegoogelt, alte Gewohnheiten. Okay, Leute, Ende des ersten Tages, was haben wir gelernt? Wo, shi, Niklas, wo, shui, zhong, wen, xin, qian, shi, xin, zi.
Also an der Aussprache und den chinesischen Tönen geht es auf jeden Fall noch etwas länger zu arbeiten als die, ich glaube, 3 Stunden, die ich diesen Montag ins Chinesisch lernen investiert habe. Ich hatte eigentlich noch ein bisschen mehr vor. Ich will das Chinesisch lernen diese Woche durchaus nicht zu meiner allereinzigen Aufgabe machen. Dafür habe ich zu viele andere spannende Projekte in Planung, aber doch zu meinem Hauptfokus der Woche. Ihr wisst, ich arbeite immer nach dieser Wochenfokus-Methode. Viele von euch tun es auch bereits. Wenn du es noch nicht machst, dann geh dringend auf www.fokus.so. Aber klar, dennoch bin ich auch nur ein Mensch und es fällt mir auch manchmal schwer. Und dann stellt man doch nochmal hier ein YouTube-Video online und hier verschickt man eine Sprachnachricht. Aber ich hatte da jetzt schon eine gute Idee, wie ich solche Ablenkungen ab dem zweiten Tag würde vermeiden können. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag 2 meiner Chinesisch-Lernreise. Ich habe ausgeschlafen, bin aufgestanden, habe gefrühstückt, habe ein bisschen an anderen Projekten gearbeitet, aber jetzt wird eine klare Trennung vorgenommen, eine räumliche Trennung. Ich fahre zum Chinesisch-Lernen heute ins Büro. Mein Büro zum Chinesischlernen ist heute und morgen das Hilton Hotel in Reading. Eigentlich hatte ich nach einem Coworking Space gesucht, aber da musste man irgendwie überall gleich eine Monatsmitgliedschaft abschließen. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich auch gleich ins Hotel gehen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ein Hotelzimmer habe, in dem ich überhaupt nicht schlafen werde. Irgendwie weird, aber hey, ich bin ganz ehrlich am struggeln, das YouTube-Business und dieses Chinesisch-Projekt auseinanderzuhalten. Und räumliche Trennung ist da absolut magisch. Sobald ich dieses Zimmer betrete, lerne ich nur noch Chinesisch. Zu Hause mache ich die anderen Sachen. Das kann man sich einfach merken. Das kann ich nur jedem empfehlen, der verschiedene Sachen jonglieren muss. Wenn du zum Beispiel gleichzeitig zu Hause studierst und arbeitest, dann mach dir eine Trennung. Und wenn es nur ein anderer Stuhl ist, auf dem du jeweils für das Projekt sitzt. In meinem Fall waren es gleich mehrere Stühle und Sitzgelegenheiten, die das Zimmer zu bieten hatte und die ich natürlich alle testen musste. Ich meine, wenn ich schon nicht drin schlafe, muss ich das Bett zumindest als Arbeitsplatz nutzen. Und so habe ich eine gute Routine entwickelt, habe morgens mit Yamo gefrühstückt, dann im Hilton mein Chinesisch gelernt und sie dann abends wieder zum Abendessen getroffen, wonach ich abermals zurück ins Hotel gefahren bin für eine letzte Lernsession. Today is better, it's better. Mhm. Jie tang hen hao zhe. Tai la le. Ni xi huan zhi la de. Spicy, you like spicy. How do you know it's Jesus? Give me a Quaise. Quaise. Give me the chopsticks. I want to eat the mi fan. I love you. Und wenn du jetzt denkst, ist das nicht total ineffizient, ständig mit dem Auto hin und her zu fahren, dann kommen wir jetzt zu meinem dritten Punkt, einem Audiobegleiter. Wir sind ohnehin alle beschäftigte Menschen und es hilft ungemein, wenn man die Zeit im Auto, beim Wäschewaschen, beim Kochen zum Sprachenlernen nutzen kann. Für quasi jede Sprache gibt es sehr gute Sprachlern-Podcasts auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcasts oder wer den etwas teuren Monatsbetrag zahlen möchte, der gucke sich unbedingt mal Pimsleur an. Das habe ich jetzt erst selbst beim Chinesischlernen kennengelernt. Unfassbar gute, rein audiobasierte Sprachlern-App. Im Hotel erfolgreich und audioberieselterweise angelangt, habe ich dann immer das Handy für noch mehr Fokus in den Flugmodus gepackt und angefangen mit dem iPad zu lernen, weil ich da kein WhatsApp oder Instagram drauf habe. Die Hello Chinese und Anki-Kombination hat jedenfalls gut funktioniert und wenn mir da mal die Puste ausgegangen ist, habe ich mir noch YouTube-Videos mit theoretischem Wissen zu Aussprache und Grammatik angeguckt. Wichtig, es ist nicht effizient, als Erwachsener wie ein Kind lernen zu wollen. Sich einfach nur ganz viel mit der Sprache umgeben und dann nimmt man das irgendwie auf. Das funktioniert bei kleinen Kindern, aber die haben auch noch eine ganz andere Lernfähigkeit und vor allem haben die sonst den ganzen Tag nichts Besseres zu tun. Die können sich wirklich den ganzen Tag mit der Sprache umgeben. Als Erwachsener ist das in der Regel nicht praktikabel. Außerdem haben wir ja noch ein ganz anderes Ass im Ärmel, das wir spielen sollten, nämlich unseren Verstand. Einem Erwachsenen kann man halt grammatikalische Konzepte überhaupt erklären. Das ist ein Shortcut, den die Kinder wiederum nicht haben und den wir unbedingt nutzen sollten. Und was aber auch sehr wichtig ist, sind Pausen. Und Hotels sind da natürlich der feuchte Traum jedes Produktivitätsnerds, denn da kommt man sehr schnell an alles, was das Herz begehrt. Hi, could I have the Chinese noodles, please? And could I also get a bottle of English water with that, please? Warum habe ich englisches Wasser gesagt? Chinesische Nudeln, englisches Wasser. Wie ein absoluter Twat. Statt chinesischen Nudeln haben sie mir letztendlich indisches Curry gebracht. Okay, close enough, die Nudeln gab es wohl nicht mehr. Daran werde ich mich jetzt auf jeden Fall gütlich tun und dabei
nicht weiterlernen. Denn beim Mittagessen bin ich ein Fan davon, Interleaving einzusetzen. Ihr erinnert euch an mein Lernmethoden-Video. Interleaving heißt nicht nur ein Thema lernen, sondern auch mal ganz andere Sachen mit untermischen. Dann wird das insgesamt effektiver. Ein spannendes neurologisches Phänomen. Und deswegen lerne ich jetzt beim Essen nicht Chinesisch, sondern etwas über China. Hier bei Blinkist, die das Video freundlich sponsern, gibt es ja auch wirklich Content zu fast allem. Und ich sehe hier auch gleich diverse Blinks auf Deutsch und Englisch zu China. Zum Beispiel Couchsurfing in China von Stefan Ort. Das werde ich mir mal merken. Jetzt wollte ich mir aber erstmal das hier angucken. China's Second Continent. Das klingt super spannend. Beziehungsweise wisst ihr was? Ich lasse es mir vorlesen. Noch besser, die sind ja alle auch immer super vertont. Ja, cool, da habe ich jetzt gerade mal eben beim Essen sehr viel Interessantes gelernt über die neue chinesische Migrationswelle in Afrika. Interessantes Thema, neuer Kolonialismus, Fragezeichen, Riesenchance für beide Länder, Fragezeichen. Guckt euch unbedingt diesen Blink mal an, ist wirklich interessant, was da gerade passiert. Für mich ist Blinkist halt ideal, um in ein Thema einzusteigen. Jetzt kann ich mir überlegen, vielleicht hole ich mir das Buch, vielleicht nicht. Und es ist eben auch ideal, um einen ganzen Themenbereich, wie in diesem Fall China, aus unterschiedlichen Blinkwinkeln zu beleuchten. Also wenn du breit interessiert bist, Psychologie, Business, Informatik, da ist Blinkist wirklich perfekt für dich. Das Wichtigste, die wichtigsten Ideen aus über 6500 Podcasts und Sachbüchern. Wie gesagt, mit Text und mit Audio, auch zum Runterladen für unterwegs. Und das Beste, du bekommst über meinen Link jetzt 40% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Richtig gehört, so viel Rabatt haben sie noch nie gegeben. 40% jetzt über meinen Link und du kannst das Abo natürlich auch erstmal 7 Tage kostenlos testen. Sao Shanghao. Also Leute, es ist Tag 4 meiner Lernreise, aber wisst ihr, irgendwie bin ich mit meiner Lernumgebung immer noch nicht zufrieden. Das Zimmer ist gut, aber ich glaube, zum Chinesischlernen ist atmosphärisch Reading im Vereinigten Königreich einfach noch nicht die perfekte Stadt. Ich habe da eine bessere Idee, hilft ja nichts. Auf geht's. Das ist richtig, Leute. Ich bin nach Shanghai geflogen. Und wenn noch irgendjemand Zweifel hat, dass es sich jetzt lohnt, Mandarin zu lernen, um sich auf die chinesische Weltherrschaft vorzubereiten, dann guckt euch mal deren Toiletten an. Passt auf, Leute. Die öffnet sich automatisch, wenn man sich ihr nähert. Und jetzt kommt das Beste. Sie ist unfassbar stark beheizt. Das ist etwas, das ich nicht wusste, dass ich das in meinem Leben brauchen würde. Es ist so angenehm. Ich kann das gar nicht mit Worten beschreiben, aber ich werde jetzt trotzdem nicht hier auf der Toilette sitzen bleiben, sondern mich wieder ans Chinesisch lernen machen. Statt also stumpf in einem britischen Hotelzimmer zu hocken, habe ich fortan in einem chinesischen Hotelzimmer weitergelernt. Mit meinen Apps und mit echten Papierkarteikarten. Das ist ein Geschenk von meiner Ex noch tatsächlich, Le Chinois pour les Nuls. Hatte ich also als Student noch deutlich vor meiner YouTube-Zeit schon mal als Projekt vorgehabt, aber dann eben doch nie gestartet. Aber jetzt habe ich es endlich im Flugzeug nach Shanghai zum Einsatz gebracht. Fun Fact, meine Ex-Freundin ist Polin und wir haben in der Beziehung ca. 20% der Zeit auf Polnisch, 80% der Zeit auf Französisch gesprochen. Und ja, das heißt, ich lerne jetzt Chinesisch-Vokabeln via Französisch. Aber hey, warum nicht? Und ich muss echt sagen, die Karteikarten sind richtig, richtig gut gemacht und das habe ich auch bitter nötig, denn meine Güte, ist das schwierig. Betrachten Sie diesen Tintenfleck. Was sehen Sie? Richtig, das Ich, das Bewusstsein. Das hier ist Wo und bedeutet Ich. Das hier ist nicht Wo, sondern Wu und bedeutet Mittags. Das hier sieht völlig anders aus, spricht sich aber ebenfalls Wu, sieht ein bisschen aus wie eine umgedrehte 4 und bedeutet 5. Ah. Chinesisch hat kein Alphabet und Alphabete sind eine echt coole Erfindung. Um zum Beispiel das hier lesen zu können oder das hier, braucht man ungefähr einen Tag. Ganz im Ernst, 20, 30, 40 neue Zeichen zu lernen, ist nicht so schwierig. Ich kann bis heute zum Beispiel Kyrillisch problemlos lesen, obwohl ich gar kein Russisch spreche. Ich verstehe nicht, was da steht, aber ich kann es vorlesen, ich kann es aussprechen und das fehlt im Chinesischen. Die Symbole sind keine Buchstaben, sondern ganze Silben oder oft sogar ganze Wörter. Chinesisch lernen ist eine Doppelaufgabe. Das ist so, als würde ich dir sagen, lern mal Vietnamesisch und nebenbei lernst du noch ägyptische Hieroglyphen.
Man hat einmal den Ärger mit der sehr schwierigen Aussprache und diesen ganzen unterschiedlichen Tönen und dann soll man sich noch tausende Zeichen auswendig merken. Warum habe ich mir das nochmal genau vorgenommen? Warum sitze ich gerade im Hotel in Shanghai? Ich sag's euch, Leute, ich habe bereits in dieser ersten Woche schon einige emotionalen Höhen und Tiefen mitgemacht. Ist auf jeden Fall die mit Abstand schwierigste Sprache, die ich bis jetzt gelernt habe und ist mir klar, eine lange Reise, die ich da vor mir habe. Trotzdem habe ich mir, warum auch immer, vorgenommen, schon nach einer Woche mal eben diesen Check-in zu machen und dafür habe ich mir 4 kleine Tests gestellt. Test 1, ich bin in einen Buchladen gefahren, beziehungsweise habe mich vom Hotel in einem ziemlich spacigen Elektroauto dorthin chauffieren lassen. Was für ein Service und habe mir dann ein Buch auf meinem Niveau ausgesucht. Zumindest ein solches Kinderbuch wird ein Cambridge-Absolvent nach einer Woche intensiver Studien ja wohl mühelos bewältigen können. Nee, absolut gar nicht. Also entweder ich habe hier aus Versehen ein hochphilosophisches, kompliziertes Werk, das nur so kinderbuchmäßig aussieht, gefunden oder ich kann kein Chinesisch. Also ich kann vielleicht 100 Zeichen und die erkenne ich hier auch immer mal wieder, aber es reicht nicht mal, um überhaupt einen ganzen Satz zu verstehen. Ich suche hier noch, ob ich mal einen ganzen Satz verstehe. Das hier sieht vielversprechend aus. Das hier bedeutet Hao. Das linke ist nämlich Yu, das ist die Frau und rechts daneben Zi, das Kind. Und Yu und Zi zusammen wird Hao. Wie gesagt, diese Charaktere sind nicht besonders hilfreich, was die Aussprache angeht. Aber wer eine Frau und ein Kind hat, dem geht es gut und deswegen heißt das gut. Gut Hao. Und das hier vielleicht Mama. Mama ist Frau Pferd. Warum auch immer, ist Mutter. Ich hätte jetzt Hao Mama geraten. Nur, dass die halt ein bisschen alt aussieht, was mich wieder zweifeln lässt. Also lesen kann ich schon mal nicht besonders gut, zumindest nicht auf Papier ohne Hilfestellung. Hoffentlich wird mir das jetzt nicht im zweiten Test zum Verhängnis, denn da werde ich mich einem besonders finsteren Widersacher stellen. Oh Leute, ich weiß was. Ich weiß was, ich weiß was. Also zumindest in dem hier ist das Symbol für Auto mit eingebaut. Ja, also für Level 3 Duolingo hat es noch nicht gereicht und die Duolingo-Eule bestätigt nochmal ganz offiziell, ich bin absoluter chinesischer Analphabet. Da müsste ich jetzt echt sehr, sehr viele dieser Bilder auswendig lernen. Aber vielleicht ist das erstmal gar nicht das Wichtigste am Anfang. Vielleicht kommt es ja erstmal auf die mündliche Kommunikation an und da fühle ich mich schon etwas besser. Und wisst ihr was? Von diesem anstrengenden Duolingo-Test habe ich doch ein bisschen Hunger bekommen. Und jetzt wird's knifflig, Leute. Test Nummer 3, das erste Gespräch mit einem echten Menschen. Beziehungsweise muss ich sagen, habe ich hier und da schon mal ein bisschen am Hotelbuffet die Lage getestet und die Lage ist ernst. Denn ganz ehrlich, sobald man ein Wort mal nicht perfekt ausspricht, dann wäre das in fast allen anderen Sprachen überhaupt kein Problem. Aber die Chinesen, wenn man die Töne nicht richtig trifft, die verstehen einen richtig nicht. Also schauen wir mal. Good afternoon, thank you for calling. Dan Ning, how may I assist you? 你好. Hey, 下午好. 你好, 下午好. 我想养一些食物. Certainly. Your room is 4906? Yes. How many people dining with you? One person. 一个人. Certainly. 可是我学习中文. Hey. 我想说中文. Hey, 一点, 一点. 请给我 一个 Shanghai 氛围的牛肉面? 一个 Shanghai 牛肉面. 牛肉面? 对. The Shanghai beef noodle soup? Yes, that's the one. 好的. 我还想喝 一点东西. 好的. 有没有咖啡? 有的, 有拿铁, 卡布奇诺. Cappuccino, 还有一个 Cappuccino. 好的,一杯卡布奇诺. 一杯卡布奇诺, 和一瓶水. 一瓶矿,一云矿泉水吗? 碳酸水. The mineral water, the event? Yes. Certainly, the big bottle or the small bottle? The big one, 大. Certainly. Jiang, 谢谢你. Hey, my pleasure. May I repeat the order?
Yes, please. You order the one Shanghai beef noodle soup, one cup of the cappuccino, one big bottle of mineral water. Yes, that's right. It will deliver to room in 30 minutes. Thank you very much. My pleasure. Have a nice day. And you. Das hat er sich dann doch nicht getraut, die Bestellung einfach auf Chinesisch entgegenzunehmen. Aber hey, was soll man machen? Schwere Sprache. Er hat es immerhin verstanden. Und ich habe auch genau das bekommen, was ich haben wollte. Was deutlich cooler wäre, wenn er nicht doppelt und dreifach auf Englisch nachgefragt hätte. Aber hey, das liegt dann eben auch nicht nur in meiner Hand. Nicht jeder ist darauf eingestellt, mit Anfängern, mit Sprachlernern zu kommunizieren. Und deswegen habe ich jetzt als vierten Test mich doch nochmal mit einer echten Chinesisch-Lehrerin unterhalten. Neha. Ni hao ma. I can see you, yes. Ni hao ma. Mm-hmm. Nice to meet you, Nick. Nice. 很高兴认识你。你叫什么名字？我叫洪婷婷。洪婷婷。You can call me. 你可以叫我婷婷。你可以叫我婷。婷婷。Yeah, you can call me 婷婷。婷婷。It's okay. 婷婷。婷婷。Yes. 很高兴认识你。Yes, 你是哪国人？我是德国人。啊，德国人。OK, 你在德国？不在，我在上海。我在中国。Ah, yes, I see your time. 你的，你 Yes, 你的 time and 我的 time is the same. Okay. 对对，你在上海 ，OK。你在哪？Tomorrow， 明天。Right now， 我在我的妈妈家。嗯，妈妈家。妈妈家 ，Yes， it's my mother family。My mother house is right now。And tomorrow， 明天。And 我去杭州 ，It's near the Shanghai。杭州啊。杭州。啊，明白。我。明天去昆明。Oh, nice. Oh, 昆明. I went. It's very beautiful. 很漂亮。很漂亮。那你有中国朋友吗？有没有朋友，我没有朋友。Only you. What's up? You come to China? 一人。一个人 wow, it's 一个人 Die Frage ist, wie geht's weiter? Ich könnte aufhören, könnte sagen, okay, interessantes Experiment, aber jetzt lerne ich doch vielleicht lieber einfachere Sprachen. Ich könnte weitermachen, entweder weiter komplett autodidaktisch oder vielleicht doch mit etwas Online-Unterricht nebenbei, aber in jedem Fall natürlich zeitlich stark reduziert. Denn ganz ehrlich, es macht schon Spaß, aber ich habe so viele andere Projekte. Ich will YouTube-Videos machen, ich will ein Business aufbauen, ich will die Welt bereisen. Da wäre es schon sehr vernünftig, die chinesische Ambition doch etwas zurückzustellen. Ich glaube, das sollte ich machen. Oder ich bleibe hier in China, sag alle meine Termine ab, pausiere alle Projekte, nicht nur für eine Woche, sondern noch für länger. Und dann verlasse ich Shanghai, gehe in eine kleinere Stadt, wo niemand Englisch spricht, lebe mit den Chinesen, lebe wie ein Chinese, denke wie ein Chinese, werde zum Chinesen. Okay, das klingt weniger vernünftig, aber irgendwie auch cool. Was meint ihr? Wie soll ich mich entscheiden? Schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.